Schiedswoche und Klaus. Hallo. Hallo. Ja, da sind wir wieder. Eine Woche hatten wir Ruhe gehabt, nicht? Das war's. Ja, und jetzt geht's aber wieder los. Erstes Thema. Michael Ballack ist wieder verletzt. Ja, der arme Kerl, der tut mir wirklich leid. Ja. Soll ich mal klare Worte... Da hat das Pech fast gepachtet. Soll ich mal an den Ball... Der tut mir leid. Warum? Da rede Weil er so ein schöner Mensch ist. Naja, schöner Mensch, es gibt so viel. Und was bin ich denn einmal? Was bin ich? Sackgesicht, nicht? Ein Monster. So. Soll ich mal was zum Ballack sagen? Ja. Ich würde sagen, lieber Ballack, hör auf mit deiner Karriere. Das bringt nichts mehr und so weiter. Warum denn? Nein, der ist im Kopf will er noch, aber mit 33 Jahren bist du als Fußballspieler bist du schon zu alt. Okay, weiter geht's. Sarrazin und die Folgen. Angst vor neuer Rechtspartei. Was sagt ihr denn dazu? Folgendes, wir wollen mal den Sarrazin... Das hast du immer die so. Sarrazin wollen wir du mal... Du hast solche Pranken. Wenn ich doch auf mein Geschlechtsorgan da mal, man da richtig... So. Wollen wir mal Sarrazin ganz rauslassen. Das Sarrazin ist, das hängt mir schon so zum Hals raus. Was ist denn aus unserer Republik geworden? Wir haben doch eine Demokratie. Und in Demokratie hast du praktisch Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Und ein Mann... Der schneidet ein Thema an und da werden die auf einmal verrückt. Wo leben wir denn? Die Frau Merkel, die denkt immer noch, die lebt in der DDR. Wir haben eine Demokratie. Und vor allen Dingen... Die Merkel ist bekloppt. Zwei Tage später... Die Merkel ist bekloppt. Zwei Tage später, die hat das Buch noch gar nicht gelesen. Die soll das mal... Die rafft überhaupt gar nicht das Buch gar nicht. So. Ich will ja jetzt nicht praktisch die Intelligenz abstreiten, will ich der Frau nicht abstreiten. Die wird praktisch ja, als, Beruf, als Chemikerin Physik, will ich Physikerin so. War sie. Aber politisch, verstehst du, hat sie ein Spatzengehirn. So ein kleines Spatzengehirn hat die Frau. Alles klar. Scheiß auf diese Politik, was sie da oben macht. Das ist alles, wie redest du denn? Das ist alles Mist, wenn ich mich aufrege. Alles Mist. Ist das nicht gut? Weiter geht's. Stefanie zu Guttenberg warnt, die Idole unserer Kinder sehen aus wie Pornostars. Die was? Ja, die? Die Idole. Ja. Ja. Was haben wir denn für Vorbilder? Nimm doch mal die ganzen hier, beispielsweise jetzt hier in Venedig. Ja. Filmverleih und so weiter. Wenn du da siehst, wie halbnackt kommen die Schauspieler ran. So, genau in Berlin Filmverleihung. Überall, die sind da halbnackt. Mhm. Sind da. Umso mehr Hintern sie zeigen, umso mehr... Ja. Möpse sie zeigen, umso mehr sind sie, werden sie berühmt. Die ganze Showwelt, das ist alles so nuttenhaft geworden. Hä? Alle, die da auftreten, alle, jede, auch die Sängerin, alle, die, als ob eine Nutte auf die Bühne kommt. Dann genauso jetzt die Merkel, ja, die hat unser Land gegen die Wand gefahren. Du sollst die Merkel aus dem Spiel lassen, kannst du nicht hören. Der kann nicht hören. Na dann, bis nächste Woche. Ingrid ist auch so ein bisschen, ja gut, positiv, aber so ein bisschen stehen geblieben. So. Stehen geblieben? Ja, du bist stehen ganze, geblieben. Ganze Entwicklung so ein bisschen. Also das ist ja eine Unverschämtheit, sowas zu sagen, ich bin stehen bitte, geblieben. Bitte, ja, ist ja gut.